So, hallo und ja, wir machen weiter bei Pokémon Ultimate Ruby hier mit meinem neuen Teammitglied, Pandiro. Ja, ich hab's mir auf, wo hab ich's denn gefangen? Route 103. Ja, Ember, was so viel heißt wie Glut, hat er auf Level 7 erlernt oder Level 9? Ja, nee, auf Level 9, glaube ich, ja. Hat Kratzer und Heuler, ist jetzt Level 11 und ich dachte mir, das passt gut im Vergleich zu Boss. Das Boss noch 7 Level höher ist. Und ja, mit Pandiro wagen wir uns jetzt gegen die hier, gegen die wir gerade verloren haben. Und das war schon richtig so, dass ich mir den gefangen habe, weil alleine hier mit Boss, das ist nicht so toll. Und da habe ich lieber ein Teammitglied mehr. Mal gucken, was mich noch so alles erwartet. Und naja, Loaded, Used, Absorb. Naja, das dürfte ja wohl klar sein, dass es jetzt kaum was zieht. Ich greife weiter an mit Glut, obwohl das jetzt auch noch ein bisschen dauern kann, bis Loaded besiegt ist, also Loturzel. Übrigens, ich drehe diesen Part hier in Anschluss zu letzten Part und ich bin wirklich, oder ich finde dieses Projekt wirklich toll, wisst ihr warum? Mein PC, der wirklich scheiße ist, der kaum was rendert und ich weiß nicht, wenn ihr dieses Video seht, also bewertet selbst die Qualität. Ich habe noch nicht mal einen Test hochgeladen, ohoho, das ist schlecht. Doch, ich weiß aber, dass das Video mindestens 360 Pixel Auflösung ist. Ich glaube 480 ist es nicht, aber ja, 360 halt. Aber ich finde, es läuft wirklich richtig perfekt, richtig gut. Für dieses Projekt brauche ich 20 Minuten zu rendern. Ich weiß, einige werden jetzt sagen, was, wie lange, so viel brauche ich für das und das in HD und was weiß ich. Aber das ist das Beste, was geht bei mir, weil sonst brauche ich immer anderthalb Stunden und das ist so krank. Ja, ich will einen Doppelkampf. Komm. Was habt ihr mir, was habt ihr denn zu bieten, ihr zwei kleinen, Pia und Mia, oder wie die heißen? Gina und Mia, okay, so heißen die. Loaded and Seedot, also Loturzel und, Samurzel. Ja, da weiß ich doch schon, was ich mache. Da mache ich das. Geduld. Ember auf Samurzel, das heißt, Samurzel ist so gut wie besiegt, ja, ist es auch. Wuhu, ich bin schlauer geworden in Pokémon, yeah. Pandiro grew to level, was weiß ich, Smokescreen. Okay, Pandiro erlernt Rauchwolke, oder hat Rauchwolke erlernt. Das bedeutet, wenn wir Rauchwolke einsetzen, können wir die Genauigkeit des Gegners ein wenig senken. Das ist von Vorteil für uns, ja, und ich weiß nicht, ich glaube, bis jetzt wurde Boss noch gar nicht angegriffen, das ist schlecht. Oh, das ist sehr schlecht. Denn erzeugt Boss jetzt Energie und dann passiert aber nichts, oder? Okay, Squatch. Boss unleashed Energy. Doch, da kam doch ein bisschen jetzt was raus. Und ja, Loturzel wurde von dem ganz bisschen noch besiegt. Wuhu. Doch, ich glaube, ein Absorber ging auf Boss. Ich habe nur nicht richtig aufgepasst. Und ja, Pandiro, werden dann auch einige von euch vielleicht wissen. Also erstmal Pandiro, hi Pandiro, hallo, wenn du dieses Video siehst. Ja man, Homeboy, du und Takoro, Dream Team. Nein, das hört sich immer so schwul an, aber ich sag's so gerne. Ihr seid echt zwei beste Digger, beste wo es gibt. Nein, aber ihr seid klasse LPA und Takoro sowieso. Pandiro, du natürlich auch. Naja, egal. Ihr macht Pokémon, das heißt, ich mag euch sowieso schon. Und naja, egal. Ich wollte sagen, Pandiro, was ist mit Pandiro? Ach genau, ja, ich bin so schlau, mir ist es wieder eingefallen. Wenn Pandiro sich entwickelt, dann ist es ein Glutexo. Das wollte ich sagen. So, jetzt hoffe ich, dass, so, tut mir leid, ich habe mein Mikro gerade ein bisschen, verstellt. Sollte so besser sein. But nothing happened. Oh my god, Magikarp was used by, what weiß ich, Platscher. Will Dash change Pokemon? No, I won't change Pokemon. Pandiro used Squatch and but nothing happened. Oh no, again. Nothing happened again. Also, warum ihr euch jetzt, wenn ihr euch jetzt wundert, was hat der hier für einen Schuss in der Meise und nicht mehr alle Nadeln an der Tanne, das ist, ja, mir ist gerade verdammt langweilig und, oh, Carpador, das dümmste Pokémon, was es gibt. Es hat Platscher,
das trifft immer und da passiert nichts, also zieht nichts, dummste Attacke überhaupt. Und bring Carpador zum Gyarados. Für mehr ist es nicht gedacht. Gyarados ist ein voll das geile Pokémon, kann man von der Strategie her, kann man jetzt nicht so bezeichnen, aber mit Gyarados kriegst du selbst manche Legenden besiegt, was weiß ich. Gyarados ist richtig gut, aber Carpador der letzte Lutsch. Da braucht man doch nicht den Dreckrotz hier. Pokéball! Dash Found One X Defend. Ja, das ist mir ja, das ist ja schön, aber das werde ich niemals brauchen, weil diese X-Angriff, X-Spezialverteidigung, X-Verteidigung von sowas halte ich mal überhaupt nichts. Und wir brechen in den ganzen Häusern ein. Formaya und Pokémon gibt them perfectly suited nicknames. Okay, das Pikachu heißt, glaube ich, Pikachu, genau wollte ich sagen. Das ergibt nämlich überhaupt gar keinen Sinn, der Spitzname ist scheiße. So, das dürfte die Trainerschule sein, hier müssen wir rein, ihn hier anlabern und tschüss. Lalalala, klasse, hier mal, rechts mal, links mal. Und Students who don't study get a little taste of my Quick Claw. So, wir halten jetzt die Quick Claw, also die Flinkklaue. Soweit ich weiß, erhöht das die Erstschlaggarantie, dass wir zuerst angreifen. Das liegt dann an der, wie heißt das, hier Flinkklaue. Und die gebe ich Pandiro, der kann es gebrauchen, öfters mal zuerst anzugreifen. Und ja, wir gehen hier hoch in der Hoffnung. Ich denke mal, hier oben sind welche, die ihre Pokémon tauschen wollen. Nein? Was? Roxas? Ach so, Roxanne. Roxane. Roxen. Was weiß ich. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Also, wie heißt die denn? Felicia, hier die Arena-Leiterin. Ich gehe aber erstmal hier hin und hole mir die erste VM in diesem Spiel. Das ist Zerschneider. No, wait! Don't say a word. I can't tell, just be looking at you. I'm sure that you will be capable of putting this HM to... Also hier heißt es nicht VM, sondern HM. So, HM number one. Also 01 in the HMTM pocket. Wie auch immer. Cut. Also Zerschneider heißt hier Cut. Cut heißt ja auch schneiden, soweit ich weiß. Und ja, also Cut ist halt Zerschneider und naja. Stimmt, ich brauche noch einen Sklaven, genau. So, jetzt gehen wir in dieses Haus. Ja, in Metaros City kann man viele schöne Sachen machen. Ich glaube aber, das ist das falsche Haus, oder? Was ist das denn? Wo bin ich hier denn? Oh, it's so hard every day. What's hard? You need to ask. It's really... Ja. Ach so, die Frau sagt irgendwie, es ist hart. Und dann sagt sie, was, du fragst mich noch, was hart ist, jeden Tag das Essen auf den Tisch zu bringen. So, ich glaube, okay, jetzt passiert es noch nicht. Ach genau, dafür brauchen wir erst den Orden. So, und hier ist dann doch keiner in der Stadt, der Pokémon tauschen will, das weiß ich, oder? Doch, der hier könnte es sein, nicht der. Ah doch, der wollte tauschen. Irgendwas gegen Makuhita, will der hier auch tauschen? Zeig mal. Nee, aber der hier tauscht, tut mir leid, interessiert mich jetzt nicht, kann ich euch auch nicht sagen, was der wollte. Aber irgendwas, und ich glaube, er hat das Makuhita gegeben, oder? Oder wollte er ein Makuhita? Nein, er wollte irgendein Pokémon haben und gibt dafür Makuhita. So, jetzt gucke ich, wie stark die Arena verändert worden ist. Geodude. Level 12, das ist schon mal nicht schlecht, aber er bleibt Gestein, das ist schon mal gut. So, mit Pandiro wird das jetzt ein lustiger Akt der Geduld, wenn ich das wirklich mit Pandiro machen will. Ich könnte jetzt Speed anmachen, aber ich kenn da meinen Camtasia zu gut. Der leckt's nur rum und es kann sein, dass der Ingame-Sound dann 2 Minuten eher fertig ist wie die Aufnahme oder so, das kenne ich. Naja, und ja, egal, Geodude was burned. Okay, Kleinstein brennt, soll das heißen. Und ja, jetzt ist praktisch besiegt, jetzt setze ich eh nochmal eine Glut ein, einfach weil es besser kommt. Und ja, Pandiro kriegt dafür auch angemessen viel EP und erreicht Level 14. Und jetzt machen wir einen Trick, damit das Ganze nicht mehr ganz so lange für euch dauert. Weil wenn ich das irgendwo sehen würde, würde ich auch sagen, boah, langweilig, mach's weg. Und ich mach's jetzt auch für euch weg. Ich schick sofort Boss rein und ja, eine Aquaknarre. Dann dürfte das mit Kleinstein schon Geschichte gewesen sein, genau. Und Pandiro kriegt davon dann auch noch ein bisschen EP, 91. Ah,
schon wieder 10 Minuten aufgenommen. Das läuft aber heute hier. Ich habe langsam so echt Spaß und Gefallen an diesem Projekt gefunden. Und es ist zum Glück nicht so ein Hardcore-Hack wie Pokémon Fuel. Der ist schon ein bisschen härter, finde ich. Ja, Fuel ist schon ein Schwierigkeitsgrad höher. So, ich habe Pandiro noch vorne. Ich bin mir aber sicher, dass es kein taktisches Fail ist, oder? Geodude, diesmal auf Level 13. Okay, das werde ich nochmal mit Pandiro versuchen. Tut mir leid, aber das muss sein. Komm, ohne Speed, das ist dann... Ja! Ja, Mann, ey, Karamba. Geht doch! Kleinstein brennt jetzt schon nach der ersten Glut. Genau das wollte ich bezwecken. Wenn es brennt, dann ist es nämlich nicht so langweilig und gar nicht so schlimm. Bah, Geodude is hurt by its burn. Jetzt komm. Diese Glut wird wahrscheinlich nicht reichen, aber... Oh, doch. Hat ganz, ganz knapp noch gereicht. Und dafür erhält Pandiro jetzt nicht das Level up. Scheiße. Ich hatte fest damit gerechnet, dass er auf Level 15 kommt. Aber naja, schade. Ich gehe erstmal safen. Ja, ich habe noch im Gegensatz zum letzten Part jetzt wieder so viel Spielzeit, weil Pandiro fangen und naja, mit Hyperspeed kommt dann auch halt immer ganz viel, wie heißt das, Spielzeit obendrauf und naja, vielleicht verstehen das einige von euch. Nein, ich brauche nicht so lange, um nach Metroverse City zu kommen, aber naja, egal. Kann passieren, ne, dass man irgendwie 2,5 Stunden Spielzeit hat. So, und diesmal lasse ich doch Boss vorne, weil ich habe da so ein gutes Gefühl für Felicia oder Roxanne. Ich nenne sie jetzt Roxanne. Ja, für die erste Arena insgesamt. Moment, erstmal, man kann in Metaverse so verdammt viel machen. Erstmal gehe ich hier hoch. Fail. Okay, wo war das? Hier ist auch keins. Ne, Moment. Dann ist das Einzige, liegt dann hier, oder? Ja. Hier ist ein Item. Super Potion. Okay, einen Super Trank kann ich einigermaßen gebrauchen. Wer weiß, ich glaube, ich habe jetzt zwei Stück durch den. Und ja, vielleicht werde ich den einen oder werde ich einen ja jetzt gleich schon einsetzen. Ja, ich gehe so in die Arena. So, und dann los geht's, würde ich mal sagen. Hallo. Hello, I am Roxanne. Und naja, jetzt habe ich schon den Text weggedrückt. Und naja, los geht's mit dem epischen Battle mit der ersten Arena-Leiterin in Pokémon Ultimate, Ruby. Und ich sehe schon, holy shit, ein Rihorn, Level 16, holy, what the hell, das ist crank, nein, ist crank, nein, was sage ich hier denn, also es ist schon hart, ist wirklich nett, das Rihorn. Und ich frage mich, ob ich es überhaupt schaffe. Okay, wie heißt das? Rocktomb. Felsgrab. Rocktomb ist das. Rocktomb ist, wie heißt das? Das ist dann. Doch, das ist Felsgrab. Ja, glaube ich. Kann sein, egal. So, Boss hat das Rihorn besiegt, erreicht Level 19. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. So, Nosepass. Ich dachte mir, kommt jetzt Nasnet. Ja, und jetzt habe ich Pandiro und der wird jetzt perfekt reinkommen. Also den werde ich jetzt perfekt einsetzen. Ember, also er soll mal angreifen mit Glut. Okay, ist nicht sehr effektiv. Rocktomb, das allerdings gibt Pandiro auch so ziemlich einen One-Hit. Naja, fast. So, und jetzt, weil ich ja so ein taktisches Genie bin. Nein, überhaupt nicht. Boah, YouTube kann man, glaube ich, über 15 Minuten aufnehmen, ne? Oh, ich glaube, das geht ganz knapp über 15 Minuten, aber ich will die noch schaffen in diesem Part. Komm. Ja, nein, Nosepass, a critical hit. Und es hat nicht gereicht. Oh, Nasnet, jetzt nerv nicht. Scheiß Felsgrab. Okay, komm, Roxanne. Das ist gar nicht so episch, das ist einfach. Vielleicht hat der zweite Arena-Leiter denn ja auch Kampf-Pokémon. So, wir haben sie besiegt, Leute. Jetzt noch schnell den Text und dann war's das auch für diesen Part. Pandiro erreicht Level 15, so, fast Level 16. Nächsten Part würde ich dann mal sagen, habe ich viel Spaß mit Glutexo. Wirklich sehr geiles Pokémon, dann entwickelt sich Pandiro nämlich. So, jetzt! Wir erhalten den ersten Orden, den Gesteinsorden oder so, weiß ich nicht. Erhalten TM39, das dürfte Felsgrab sein. Ja, das ist es, glaube ich, Rocktomb. Und ja, wir können jetzt Zerschneider einsetzen, so.
Puh, wir haben Felicia jetzt besiegt. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns bei Part 5 das nächste Mal.